Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier im Jüdischen Museum Wien. Wir freuen uns sehr, dass wir seit gestern unsere Türen wieder öffnen durften und dass wir wieder Besucherinnen und Besucher empfangen können. Wir können aber leider keine Veranstaltungen abhalten und daher treffen wir uns heute hier im digitalen Raum sozusagen. Aber wir sind physisch hier im Schaudepot des Jüdischen Museums, das ist sozusagen das Herzstück des Jüdischen Museums Wien. Hier finden Sie Objekte aus unseren Sammlungen, aus den verschiedenen Sammlungsteilen dieses Jüdischen Museums. Und hier zum Beispiel stehen wir vor Objekten aus dem Leopold-Städter-Tempel. Das war ja die größte Synagoge, die es vor 1938 in Wien gegeben hat. Ein ganz besonders eindrucksvolles Bauwerk im 2. Bezirk. Und aus diesem Tempel haben wir noch wunderschöne Objekte, die Sie hier eben bei uns im 3. Stock des Jüdischen Museums Wien im Schaudepot sehen können. Für uns ist es ganz, ganz wichtig, verlorene Wiener Geschichten wieder ins Bewusstsein zu rücken, und daran forschen wir unermüdlich, dass wir diese Geschichten wieder präsentieren können. Und ich bin sehr dankbar, dass wir jetzt auf eine Geschichte gestoßen sind, an die sich niemand mehr erinnert, die uns in eine besondere Parfümerie führt, in die Parfümerie M.E. Meyer. Das war der Spot to be, wenn man auf sich geschaut hat, wenn man Parfums kaufen wollte, am Graben und am Lobkowitzplatz, von der Innenarchitektur, von der Einrichtung, von allem, was man dort angeboten hat, ein ganz spezielles Haus. Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen an dieser Stelle auch Andrea Winkelbauer, die Kuratorin, vorstellen darf, die eine kleine Ausstellung über diese Parfümerie gestaltet hat, und ich freue mich sehr, dass ich jetzt an Sie übergeben darf. Ja, guten Abend. Ich freue mich, dass ich hier stehen darf und Ihnen diese kleinen Objekte zeigen darf. Die Geschichte der Parfümerie M.E. Meyer ist durch einen Zufall zu uns gekommen. Vor einer Weile konnten wir diese Karte erwerben. Es ist eine Korrespondenzkarte des Malers Yehudo Epstein an einen unbekannten Herrn Kommerzialrat, bei dem er einen Termin ausmachen wollte für ein Porträt vermutlich. Das ist datiert 1930. Und wir konnten diese Karte erstellen. Und im Zusammenhang damit habe ich den Händler gefragt, wo er die her hat. Und dabei hat er mir eine österreichische Parfumkompanie genannt. Ich wollte natürlich mehr wissen, habe recherchiert, und so bin ich auf die Geschichte dieser Parfümerie M.E. Meyer gestoßen. Wir konnten dann noch einige andere Dinge erwerben, also alles, was man hier sieht, sind Objekte des Jüdischen Museums, ergänzt durch Leihgaben des Bezirksmuseums Favoriten aus gutem Grund. Und wir konnten zum Beispiel erstehen, dieses Fotoalbum der Firma mit 31 Fotos, die uns zeigen, wie in der Seifenfabrik, die zur Parfümerie dazugehört hat, produziert wurde und auch wie diese Parfümerien von innen aussahen. Und das ist zum Beispiel auch unser Hintergrundbild geworden, der Einblick in die Parfümerie am Lobkowitzplatz 1. Und wir sehen hier sehr, sehr viele Fläschchen, also es war wirklich Horror-Vacu in dieser Parfümerie. Was dort verkauft wurde, was in, in der Fabrik produziert wurde, da konnten wir auch einige Dinge erstehen im Verlauf des letzten Jahres. Also zum Beispiel, ich werde mal Handschuhe anziehen, zum Beispiel ein paar kleine Puderdöschen, sogar einen noch mit Inhalt. Aber ein ganz besonders nettes Objekt ist diese kleine Dose, die so aus den 1910er Jahren stammt, wahrscheinlich um 1918, 1919 geschätzt. Und das war eine kleine Dose für Kompaktpuder. Oder ein anderes Stück, das wir kaufen konnten, ist diese Dose für Talgpuder. Und ich mache es jetzt nicht auf, aber da kann man oben die Streuvorrichtung sehen, mit der man sich das irgendwo hinstreuen konnte. Ja, bei den Recherchen über die Firma hat sich einiges herausgestellt. Es war eine Firma, die von einem jüdischen Ehepaar gegründet wurde.
Emilie und Max Meyer. Beide stammten nicht aus Wien, waren Migranten, die in den 1880er Jahren nach Wien gekommen sind. 1882 haben sie geheiratet, also Max war aus Deutschland, aus Wuppertal, Emilie aus Prag. Und laut Firmenannalen, die sich auch erhalten haben in der Wiener Stadt- und Landesbibliothek, haben die beiden anscheinend 1883 schon ihre erste Parfümerie aufgesperrt. Das war noch keine von den beiden, die bereits genannt wurden. Es war anscheinend das Geschäft so erfolgreich, dass die beiden eben auf den Lobkowitzplatz übersiedeln konnten und auf der Kärntner Straße auch ein Geschäft hatten. Und so hat sich das alles entwickelt. Die beiden waren offensichtlich sehr tüchtig, sehr findig auch, haben sich sehr, sehr viele Dinge überlegt, hatten gute Ideen. 1908 wurde M.E. Meyer K&K Hoflieferant. Und es gibt hier einen Katalog von 1913, der ist an die 160 Seiten dick und da findet sich schon ein sehr, sehr umfangreiches Repertoire. Das meiste davon eben aus eigener Erzeugung und auch wie die Fabrik ausgesehen hat, kann man sich heute noch anschauen. Das Gebäude steht noch im 10. Bezirk in der Pernersdorfer Straße 57. Hier sieht man es auch auf einem Plakat von ungefähr 1919. Und wer sich wundert, warum da Eugengasse steht, die Pernersdorfer Straße hieß ursprünglich Eugengasse und wurde gerade in dem Jahr 1919, in dem die Meyers das Gebäude gekauft haben für ihre Fabrikation, also wirklich ein ganzer Block, ein ganzer Häuserblock, umbenannt in Pernersdorfer Gasse. Ja, und hier konnten wir einige Fotos aus dem Album vergrößern. Da sieht man zum Beispiel die Anlieferung von Fett für die Herstellung von Seifen. Oder hier, wie das Ganze verkocht wird, wie die fertigen Objekte, also Tiegel, Fläschchen, Seifen und so weiter, wie die montiert werden, in die Schachteln kommen. Und die Werbung hat natürlich eine wichtige Rolle gespielt. Da waren die beiden sehr findig, beziehungsweise dann ab 1920 schon ihre Söhne, die übernommen haben, Theodor und Paul. Und natürlich war auch wichtig der Vertrieb, also das eine Geschäft am Lobkowitzplatz, da sehen wir hier einen Inneneinblick. Das ist aus dem Geschäft am Graben 17 die Herrenabteilung. Also auch die Herren mussten natürlich entsprechend versorgt werden mit Parfümeriewaren. Und das hier ist ein auch sehr, sehr schönes Plakat, das eine eigene Produktlinie von M.E. Meyer zeigt. Das leitet sich wohl von Meyer ein bisschen ab. Miami sollte ein wenig exotisch klingen und das Exotische wird natürlich auch durch das Plakatmotiv hervorgekehrt. Ja, das Ganze war eine ziemliche Erfolgsgeschichte, leider auch ziemlich vergessen in der Zwischenzeit, was auf alle Fälle damit zu tun hatte, dass im Jahr 1938 auch M.E. Meyer arisiert wurde. Vom Ariseur können wir hier auch eine Spur zeigen, ein kleines Objekt, nämlich ein Einwickelpapier, das ungefähr 1939 entstanden sein muss, weil es noch das alte Logo zeigt, M.E.M., also MEM, aber schon auch den Namen, den Firmennamen des Ariseurs, Oskar Freud. Ja, die Meyers selbst konnten sich retten, also Theodor und Paul. Theodor, der Ältere, ist nach Argentinien geflüchtet, Paul in die USA. Und dort hat er wieder eine neue Company aufgebaut, eine MEM Company, die auch Seifen und Parfums erzeugt hat, die es noch bis vor einigen Jahren gegeben hat. Und auch in Wien gab es eine Fortsetzung. 1950 haben die Nachfahren von Theodor und Paul, also deren Söhne, es geschafft, die Firma vom Ariseur zurückzukaufen. Sie haben einen Vergleich geschlossen, haben einen Teil des Wertes dem Ariseur bezahlt, Oskar Freud, und so konnten sie die Firma dann wieder selbst betreiben. Und das haben sie gemacht bis in die 70er Jahre hinein. Und ja, das ist die Geschichte von M.E. Meyer, die wir versucht haben, mit einigen kleinen Objekten wieder zu rekonstruieren und wieder ins Bewusstsein zurückzubringen.
vielen herzlichen Dank, liebe Frau Winkelbauer. Das ist eine sehr spannende Geschichte, die wir hier wiederentdeckt haben. Und vor allem auch, wer in diesem Geschäft eingekauft hat. Es waren die Größen der damaligen Zeit, es waren viele Prominente, es waren Künstlerinnen und Künstler, es waren Schauspieler. Vielleicht nur zwei Namen, Franz Leha, ich weiß nicht, ob er in der Herrenabteilung eingekauft hat oder für seine Frau etwas eingekauft hat. Hedi Kiesler, die später unter dem Namen Hedi Lamarr doch eine große Berühmtheit erlangt hat und deren Lebensgeschichte Frau Winkelbauer ja auch in unserer Ausstellung Lady Bluetooth so perfekt gezeigt hat. Das ist einer der Einblicke, die wir Ihnen bieten hier im Jüdischen Museum. Wir freuen uns sehr, wenn Sie zu uns kommen. In den nächsten Tagen bis 16. Februar finden Sie hier auch das Kondolenzbuch für Arik Brauer. Und es wäre uns wirklich wichtig und ein ganz großes Anliegen, wenn Sie zu uns kommen und sich in diesem Kondolenzbuch eintragen und so an Arik Brauer erinnern mit uns gemeinsam. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns waren. Bitte kommen Sie oft wieder. Wir sind jeden Tag für Sie da, außer am Schabbat. Alles Gute und bitte bleiben Sie gesund.